Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Waste Management. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt aus den USA und ist in der Müllentsorgungsbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 1,5%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 60% und das ist in einem guten Bereich, würde ich sagen. Und das gibt von mir einen halben Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier schaut es sogar noch besser aus, denn hier haben wir aktuell einen Wert von 38% und das ist sehr gut, würde ich sagen. Und damit gibt es hier einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also in den letzten 10 Jahren ist die Dividende angestiegen, und zwar von 1,36 Dollar auf 2,18 Dollar die Aktie. Und hier gab es auch in diesem Zeitraum keine einzige Dividendenkürzung und damit gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt von mir. Dann zum vierten Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende ebenfalls angestiegen, und zwar von 0,96 auf 1,26 US-Dollar je Aktie. Und auch hier in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung bei der Dividende. Und damit gibt es auch hier von mir einen vollen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr 7,5% angestiegen und das ist in einem guten Bereich, würde ich sagen. Und das gibt von mir einen halben Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Und hier erwarten die Analysten momentan einen Anstieg aufs Gesamtjahr bezogen. Und zwar erwarten die Analysten hier einen Anstieg von 2,18 Dollar auf 2,31 Dollar je Aktie. Also auch hier schaut es ganz gut aus bei der Dividendenprognose. Und damit gebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und auch hier schaut es momentan sehr gut aus, denn der Gewinn der Aktie soll laut den aktuellen Analystenschätzungen ansteigen. Und zwar von 3,52 Dollar auf 4,36 Dollar je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr. Und damit gebe ich hier auch einen vollen Punkt, denn auch hier schaut es sehr gut aus momentan. Und damit kommen wir jetzt zum Gesamtergebnis. Und hier holt Waste Management in meinem Dividendencheck insgesamt 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Also ein sehr gutes Ergebnis. Und in meiner Sicherheitscheck am Land die Aktie damit auch auf der besten Stufe. So, dann jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Dividenden-Check. Und hier landet Waste Management mit den 6 erreichten Punkten momentan auf dem 3. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, dann analysiere ich jetzt noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das Ganze mache ich im Aktienfinder-Tool. Und hier seht ihr mal zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie, und zwar ca. von 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also ca. Mitte September 2021. Und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und die blaue Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach der Dividendenentwicklung. Und hier können wir jetzt schön erkennen, dass aktueller Kurs ziemlich deutlich oberhalb der beiden anderen Linien verläuft. Also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt und auch im Vergleich zum fairen Wert der Dividendenentwicklung. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und hier noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.